Das sieht doch aus wie ein Gesicht, oder? Von daher muss ich sagen, Vater Staat, Daumen hoch kriegst du von mir. Nur böse Menschen denken, dass ich aus Absicht durch einen Tunnel fahren will. Wollen wir mal einen Kaltstart machen, YouTube? Ich glaube, ist okay. Und damit guten Morgen. Wobei es 23:30 nachts ist, also alles andere als guten Morgen. Aber ja, hallo. Warum nehme ich so spät noch ein Video auf, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Eigentlich wollte ich vormittags das Video machen. Ich habe die GoPro davor ohne Spaß eine halbe Stunde oder so geladen, weil als ich das letzte Video gemacht habe, hatte die GoPro noch 70%. Und ich so, komm, ich lade eine halbe Stunde, dann ist sie schon auf 100%. Da war ich essen. Ich dachte mir nach dem Essen, ne, nehme ich auf, dann ist Motor warm, alles, können wir ein bisschen durch die Stadt kurz fahren. Ich mache die GoPro an 18% Akku. An der Stelle einfach Dankeschön. Und deswegen kommt jetzt halt ein Night Ride. Wir können übrigens auch nicht die Stammroute fahren, weil... Ich kann hier eigentlich links abbiegen. Mache ich auch. Wir fahren nicht die Stammroute über die Leopoldstraße, weil die Leopold zu ist. Also IAA ist jetzt zwar schon vorbei, aber trotzdem, die brauchen ja ein bisschen das alles da abbauen. So, was gibt's eigentlich zu berichten? Eigentlich nicht so viel. Bike ist halt... Digga, ich liebe es wirklich so sehr. Es ist nicht normal, Mann. Ich komme mir so vor, wie als ich die Kawa gekauft habe. Es macht so unendlich viel Spaß. Jetzt, Motor ist jetzt kalt, jetzt kann ich eh nicht zu viel Gas geben. By the way, ganz kurz, ich weiß nicht, ob die Kamera das auffängt. Das Licht vorne, seht ihr das? Das sieht doch aus wie ein Gesicht, oder? Da oben zwei Augen und unten so ein böser Mund. Safe! Sieht das aus wie ein Gesicht. Ich kann jetzt auch ganz kurz was sagen, weil das ist ja eine A2-Bike. A2-Bike. Wahrscheinlich ist die Gixxer ein A2-Bike. Die Gixxer ist ja ein A-Bike. Und ich habe mich immer schon gefragt, wieso ist denn das so in Deutschland, dass du erst ab 25 oder du hast 2 Jahre A2 gefahren, aber ich glaube vor 1920 ist es unmöglich, hier dann mitzufahren. Es geht einfach nicht. Und ich dachte mir immer so, hey, das ist doch voll der Müll so. Warum muss ich 25 sein, um das fahren zu können? Jetzt habe ich das Bike. Ich verstehe es zu 100%, warum du 25 sein musst, um dieses Ding zu fahren. Also wenn ich überlege, auf dem Ding mit 18 zu sitzen, dann würde ich hier nicht mehr stehen. Dann würde ich hier safe nicht mehr stehen. Also es ist wirklich heftig. Es ist, Digga. Und das ist ja noch, also das ist ja eigentlich noch Kindergarten. Es geht ja noch bis auf einen Liter hoch, was dann halt auch fast doppelt so viel Leistung hat wie das Ding hier, was auch komplett geisteskrank schon ist. Von daher muss ich sagen, Vater Staat, Daumen hoch kriegst du von mir, dass der A-Schein erst ab 25 ist oder wenn man halt 2 Jahre schon A2 gefahren ist. Worüber könnte ich denn noch reden? Ein Vorstellungsvideo vom Bike. Oh oh, Bruder. Bro, da macht die halt. Ja, okay, war ja. Ich war. Ja, war nicht gut von mir, sind wir ehrlich. Ja, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Worüber wollte ich noch reden? Ah, Vorstellungsvideo vom Bike. Ist hoffentlich das nächste Video. Also jetzt am Sonntag habe ich keine Zeit eigentlich. Vielleicht, ja, ich muss irgendwie schauen, dass ich Zeit herschaffe, so. Und dann muss ich noch das Bike waschen, weil es ist immer noch so schmutzig wie beim letzten Mal. Aber ja, dann können wir mal einen Top-Speed-Run auch gleich probieren, weil ich das ja immer noch nicht gemacht habe. So, die Frage ist jetzt, fahre ich über den Stachus oder übers Arbeitsamt? Ich glaube, ich fahre über den Stachus. Ich habe Bock auf einen Döner. Wobei, das kann ich auch übers Arbeitsamt holen. Also meinen Döner hole ich übers Arbeitsamt, meinte ich damit. Oh Mann, ey, es ist viel zu spät. Aber schön mit euch wieder zu fahren. Es macht echt Spaß, einfach so irgendwas zu labern ins Mikrofon. Mein Helm beschlägt gerade irgendwie. Ich sehe nur noch die Hälfte. Nicht so geil. Kennt ihr das, wenn ihr einfach nicht neutral reinbekommt, so? Ich weiß nicht, ob das nur bei meinen Bikes ist, aber manchmal hängt der erste Gang halt so hart drin, dass es ist nicht möglich, einen halben Schalter zu machen. Es geht nicht. Du musst so stark dran ziehen, dass du immer in den zweiten kommst. Und grüne Wellen gibt es auch nicht in München, Digga. Jetzt ohne Spaß. Welcher Vollidiot bei der Stadt... Jetzt habe ich es reingeschoben. Sehr schön. Welcher Vollidiot bei der Stadt hat es nicht bekommen, eine grüne Welle in... ich checke es nicht. Ich fahre jetzt auf der Hauptstraße mit 50, wo ich 50 fahren darf. Ich erwische jede rote Ampel.
Das kann's doch nicht sein. Wenn's Nebenstraßen wären, versteh's ja, aber Bruder. Dachauer Straße ist das, gell? Ja, Dachauer Straße steht da oben. Ich war auf der Dachauer Straße, eine dieser unglaublichen Hauptstraßen von München. Und es gibt hier keine grüne Welle. Kann mir das einer erklären? Jetzt ohne Spaß wechseln wir das Thema. Wahrscheinlich ist mein Tacho komplett falsch. Von daher, alle Hobbypolizisten, die zuschauen, wenn hier 70 steht, fahre ich wahrscheinlich nur 40, weil anders kann ich mir das nicht erklären, wieso ich jede Ampel erwische. Was habe ich denn früher mal gelabert während den Videos? Ich weiß es nicht. Ich habe mich einfach berauschen lassen, gell? Ich bin einfach durch die Gegend gefahren und habe gehofft, es passiert irgendwas. Da fahre ich geradeaus weiter. Ich fahre übers Arbeitsamt. Bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass da vorne gleich ein Tunnel kommt. Nur böse Menschen denken, dass ich aus Absicht durch einen Tunnel fahren will. Hoppla! Kennt ihr das? Digga! Kennt ihr das? Wenn ihr von den ersten in den zweiten Gang wechseln wollt und einfach auf einmal der Leerlauf reinfällt. Unglaublich sowas, ne? Und vor allem, man erwartet das ja nicht. Und dann passiert es halt nun mal, dass ab und zu Vollgas gegeben wird. Was machst du, Bruder? Piep, piep. Ey, drauf, ich fahre jetzt mit 80 durch, weil anders geht es ja hier nicht, Mann. Das ist unglaublich. Da wundert es mich nicht, dass sich kein an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält in der Stadt, Digga. Naja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, allen Freunden zeigen und auch Fremden zeigen, euren Eltern zeigen, euren, weiß nicht, Kindern zeigen, euren Geschwistern zeigen. Juckt mir nicht, wem ihr das Video zeigt, aber why are we still here? Just to suffer. Jetzt haben wir es auch geschafft, in Leerlauf zu kommen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, allen Leuten zeigen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann juckt es mich auch nicht, dass es euch nicht gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla. Jetzt wird's grün, Digga. Und jetzt sage ich's euch, ich schwöre bei Gott, ich werde jetzt, bis ich zu Hause bin, nicht eine rote Ampel haben. Jetzt, wo ich eine rote Ampel haben will, um mein auszuschalten.